It's Showtime. Another failure.
Wow. Dorothee Schneider und Showtime. Mann, die sind in einer Verfassung, die ist schon absolut grandios. Ich glaube, dass die Passagen wirklich Vollendung sind. Für mich ist es das totale Vollendung. Es hagelt ja auch Zehner im Notenprotokoll. Ich verstehe die Zuschauer hier so, so gut. Das war wirklich, das war eine tolle Runde. Da waren auch Mini-Mini-Dinger drin, die immer noch besser gehen. Sie haben es vielleicht gesehen, in der Piaf Piorette am Ende dreht er so ein bisschen gegen den inneren Schenkel. Also das ist jetzt wirklich, ich komme mir fast schon ein bisschen bekloppt vor, jetzt hier irgendwelche Häkchen zu suchen. Aber irgendwie müssen wir ja verstehen, warum am Ende nicht die 100% stehen. Es waren Mini-Häkchen drin, aber das Gesamtkunstwerk, was wir hier gesehen haben, wow, 89,660, das ist ganz klar ihre bisher beste Leistung mit diesem Pferd. Insgesamt das Beste, was die beiden uns je gezeigt haben. In der Kür. Mit Höhepunkten. Unfassbar. Ja, da kam sie nicht, ne? Das war auch so eine, das war einer von diesen Mini-Mini-Hakern, dass er nicht ganz optimal rauskam aus dieser Linkspirouette. Aber, boah, die sind in einer Verfassung, was ich wirklich fast am allerschönsten, das ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber diese unheimlich stabile Anlehnung, die er bekommen hat, das war ja früher so ein bisschen der Punkt, dass er sich manchmal ein bisschen geduckt hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Und er steht da und präsentiert sich mit einer Selbstsicherheit und einer Ausstrahlung vom Allerfeinsten. Das war die Queen-Kür von Dorothee Schneider. Es ist übrigens die Kür, ja, die sie auch schon 2016 in Rio hatte. Aber sie hat sie seitdem ja nur viermal geritten, die Besitzer.